Und zurück zum schwersten Spiel der Welt, zu Dark Souls 3. Willkommen auf meinem Kanal und heute geht's mit der mittlerweile, glaube ich, schon 70. Folge weiter. Und dann schauen wir mal, wo uns der Weg da hinten lang hin verschlägt. Ich glaube, ein so ein Riesenvieh müsste jetzt noch da sein. Ich schau mal ganz vorsichtig vor. Aber ich glaube, einer müsste noch da sein. Ja, genau, da ist er ja. Da ist er ja, unser Heinz-Peter. Ach, komm her. Komm her. Hedy. Komm her. Komm her jetzt, Papa, komm. Okay, der hat ein bisschen andere Waffe. Komm her, ich will nicht sterben. Eine ganz schöne Reichweite. Das ist Sauhund, der. Ja, dann nicht mehr. Sehr gut und down. So, Leichnam. Titanitscherbe. Titanitscherbe. So, jetzt immer noch der hier da mit dem blöden Schild da oben. Komm her. Okay. Headshot. So. Jetzt haben wir hier oben, glaube ich, geklärt. Hier sind ja die ganzen Idioten, die oben drin gestanden. Ich hoffe mal, dass hier was anständig gibt. Aber zuerst schaue ich mir die Seitenwege an. Genau deswegen. Ich habe auf jeden Fall meine Estus. Ah, die sind... Die rollen hier richtig im Kreis nach. Stirb endlich. Mein Gott, die hat mir wieder Energie gekostet. Ja, aufpassen, dass mir auf einmal von hinten einer anrollt hier und mich hier runterrollt irgendwo. Was gibt's hier? Asche eines Drachenjägers. Sehr gut, das kann ich bei der Schrein-Maid abgeben oder wie die heißt. Bei der, nicht die Maid, die komische alte Hexe da. Die müsste dann wieder neue Rüstung haben. So, schauen wir mal, was hier noch. Will hier gar nicht raufgehen in der Mitte. Nicht, dass ich irgendwas aktiviere. Nee, okay. Ich habe das Gefühl, dass irgendwie gleich ein Drachen kommt, wahrscheinlich. So wie es hier aussieht. Pfad des Drachengipfels oder irgendwie sowas. Guck mal, ob hier irgendwo einer rumfliegt. Hier nix. Schaut das geil aus. Ja, noch eine Aufwacht von den komischen Stieren hier oder was es ist. So, was ist das? Gar nichts. Bin ich jetzt umsonst hier hochgerannt oder was? Hier ist nix. Leute, ihr könnt ja mal in die Beschreibung was reinschreiben oder bei den Kommentaren, ja, nicht in die Beschreibung, in den Kommentaren, was es hier oben ist, ob das irgendwie eine Funktion hat. Weil ich glaube nicht, dass sie das einfach so bewacht haben hier alles oben. Oder ist es vielleicht gewesen wegen der Asche, aber kann ich mir auch fast nicht vorstellen. Wenn da nichts in den Kommentaren kommt, müsste ich mich nochmal schlau machen. Wie, mal schauen. Vielleicht findet man irgendwas im Web, dass man sagt, ja, da kann das oder das machen. Mal schauen. Na, schon komisch, gell? So ein Haufen Ätz hier oben und dann für nichts eigentlich.
so. Aber wo ist der blöde Drache hin? Ist es denn wirklich der da oben gewesen? Nee, da ist er doch. Hä? Da geht die Leiter hoch. Hä? Da waren wir doch schon oben. Da müssen wir da nochmal hin. Gehen wir da nochmal hin. Erstmal in den komischen Mongus da vorbei. Der war doch. Da ist er doch. Mei, hau den wieder ab. Dieser komisch. Okay, alles klar. Gut, dann würde ich sagen, das Gebiet ist eigentlich, so wie ich es jetzt mitbekommen habe, komplett erkundet. Ich würde sagen, wir gehen jetzt zum Feuerbandschrein zurück. Kaufen noch ein paar Pfeile und sowas. Und da habe ich jetzt auch nicht mehr zu viel. Geht's auch nicht mehr irgendwo rein, gell? Nee. Ja, hol du mal rum. So, gehen wir zurück, zurück, zurück. Hier lang. Da geht's jetzt nicht weiter. Genau, da haben wir nichts machen können. Dann würde ich sagen, ab zum Feuerbandschrein. Reisen. Feuerbandschrein. Gehen wir dir mal die Asche, würde ich sagen. Ah, well. Asche. Die Asche. Gracious let I only. So, dann müssen wir den Entzauberer abgeben. Ashen one. Schauen wir mal. Können wir dir was geben? Nee, do not be gone for long. Können wir dir was geben? Da haben wir schon alles. Okay, da kann mir nichts hergeben. Ja, wo kann ich das denn hergeben? Kann ich vielleicht der komischen Tussi hier hinten noch was geben? Ah, yes. Na, hä? Oder habe ich denn nur so einen Zauber? Ach so, okay. Ja, verstehe. So, dann würde ich aber sagen. Schauen wir mal, was die hier Neues hat. Ob die irgendwelche Rüstung neu hat. Hat die hier noch was drin? Ne, hier haben wir alles gekauft. Gündys Rüstung, geil. Schwarzhandrüstung. Finsterpfeil. Ich glaube, wir kaufen. Großer Fall kostet 50 einer. Ach.
Fehlfall, Brandfall. Ach komm, ich glaube, ich kaufe jetzt den hier. Okay. Und dann würde ich gerne noch den kaufen. Den hier, Federpfeil. Machen wir den noch komplett. Genau, dann haben wir da ein bisschen Vorrat. Brandpfeil. Noch Kiefernhart, wenn wir mal Blitz hinzu verstaut 100, haben wir auch schon so viel. Dann kommen wir hier noch Feuer hinzu. Okay. Die Seelen wenigstens weg. So, dann würde ich sagen, tun wir mal die Glocke läuten und schauen, was passiert. Und zwar großer Turm. Glocke läuten, weil genau da komme ich ja nicht rein, wenn ich hier runter, wenn ich hier runter springe, ja, da komme ich ja nicht rein. So, dann würde ich sagen, läuten wir mir an der Glocke. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal, gehen wir mal rein. Aber ich kann mir schon denken, was jetzt hier kommt. Und zwar würde ich sagen, Boss Time in Dark Souls 3, liebe Freunde. Ich glaube, das ist der namenlose König und gegen den werden wir jetzt in den Kampf ziehen. So, unsere Seelen haben wir ausgegeben. Estos sind voll, Energie ist voll. Alles klar. Probieren wir es mal. Wir werden sterben. Boah.
Und down. Okay, dann würde ich sagen, gleich nächster Versuch. Ich glaube, ich kann den aber gar nicht blocken. Also so sieht es zumindest aus. Das heißt, ich werde jetzt auf eine andere Waffe umswitchen. So, Waffe her, Waffe her. So, wo ist sie denn, wo ist sie denn, wo ist sie denn? Schon so viele Waffen, ich kenne sie überhaupt nicht mehr aus. Da ist Verbandengroßschwert. Genau, dieses werden wir jetzt. Oh, mir fiel viel zu schwer. Das heißt, ich muss. Ich glaube, ich werde mir das ablegen. Aber es hat eigentlich kein Gewicht, gell? Gewicht. Haben die Gewicht? Ne, ich glaube nicht. Dann werden wir ein Schild ablegen. Alles klar. Dann werde ich es jetzt ohne Schild probieren. Aber ich glaube, ich kann den eh nicht viel blocken. So. Zählen. Ich sag's euch aber gleich, Leute, ich werde jetzt hier nicht 50 oder 60 Tries machen, dass ihr das anschauen müsst. Ich werde es dann zusammenschneiden, dass ihr dann halt im nächsten Ding, in der nächsten Folge, sage ich jetzt mal, wenn ich es jetzt nicht schaffe, vielleicht schaffe ich es jetzt auch, aber dass ihr in der nächsten Folge halt dann den seht, wenn er tot ist. Ich werde wahrscheinlich eh noch ein bisschen die Taktik rausfinden müssen. Backsteppen. Ging ja flott, würde ich sagen. Okay, jetzt kommt, glaube ich, der zweite Teil. Ich glaube, der ist richtig, richtig heftig. What the fuck?
Hauptsache, ich kann hier nirgendwo runterfallen. Mich der Penner. Love Forest. So eine Loop-Taktik, aber scheißegal. Ja, wie geht denn das? Ist ja Wahnsinn, die geht jetzt durchs ganze Spielfeld aus. Den zweiten Angriff. Lass uns nehmen. Nee, doch nicht! Geht noch! Die kann man doch nicht ausweichen. Ich kann den einfach nicht ausweichen. Schon, glaube ich. Der zweite trifft mich jedes Mal. Glaubst du das? Scheiße hier mit der Scheiße. Nein, zu früh. Egal, komm, streng dich an. We'll be right back.
sehr gut. Name und König. Scheiße. Wer ist es noch? Das erste Mal, glaube ich, nach 500 Ding, dass ich jetzt ausweichen konnte. Wieder nicht, war klar. Ich habe noch zwei Essen, es wird sehr knappe Geschichte, aber ich habe noch eine Glut. War wieder klar. Jetzt aber gerne meine Essen nehmen, wieder nichts mehr riskieren. Weg. Ich weiß, es ist echt eine scheiß Taktik. Werde ich denken, was macht denn der für einen Scheiß da? Aber ich habe jetzt ehrlich gesagt keinen Bock, dass ich noch 50 Tries mache mit dem. Meine gute Nummer, weiß ich nie. Ich würde sagen, ciao Bella. Yeah. Zweiter Versuch. Der namenlose König ist down. Viel Spaß bei der Sequenz. So, Leute, ich würde sagen... ich wollte mich eigentlich noch... Warte, zum Beispiel schnell das Leuchtfeuer entzünden. Ich wollte mich noch beim kaiserlichen Let's Play... oder kaiserliches Let's Play bedanken, weil ihr habt mir so einen kleinen Anstoß gegeben in die richtige Richtung, wie man den Boss hier am besten macht. Weil er eben auch sagte, dass der halt ziemlich schwer ist. An dieser Stelle danke nochmal. Taktik war wirklich sehr gut. So, wie es denn hier weitergeht, schauen wir uns in der nächsten Folge an. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß. Wenn es euch ein bisschen gefallen hat, würde ich mich natürlich auch über ein Abo freuen.
Und ansonsten, ciao, bis zum nächsten Mal, euer Andy.